Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Deponia Doomsday. Und wo waren wir denn stehen geblieben? Das Problem ist, ich weiß schon wieder nicht, was wir machen müssen. Dabei habe ich gestern erst aufgenommen. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Also hier ist Rita und Rocco. Das ist Goal. Das ist übrigens Rufus. Und da ist ein Garagentor. Ja. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Nee, ohne Hilfsmittel wird das nix. Wir haben aber auch kein Hilfsmittel. Hier liegt auch zufällig keins rum, ne? Goal. Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Ne, ist ja nicht schlimm. Guck mal, ich hab hier, Willst du auch mal? Nee, lass mal. Die Versuchung wäre zu groß. Auf was genau würde sie denn schießen wollen? Nichts Neues zu erkennen. Nichts. Toll. gucken wir mal hier. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Ja, nennen wir es Zukunft, ja. Wo ist denn hier meine Pflanze? Ja, da komme ich natürlich nicht mehr hin. Es gibt hier gerade viel zu tun. Wir zeigen hier erstmal unser tolles Eisen. Cool, ich habe ein Eisen. Schau mal, was ich gefunden habe. Wow, super. Und nun, willst du dir den Weg in unser altes Leben mit einer Brechstange freihebeln? Mhm. Genau das. Genau das habe ich nämlich vor, ja. Ich dachte schon wieder auf Quicktime-Event und geschafft. So klicken. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt würde ich sagen, ich nutze mal die Brille, aber brauche ich gar nicht, denn ich sehe ja das Ding da. Nichts Neues zu erkennen. Ja. Ja, dann so, ne? Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Da hauen wir mal rein, nicht? Auch das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Oh nein! Und jetzt? Na, ob das noch funktioniert? Aha. Funktioniert zumindest noch, aber ob da noch Tachyonenbrühe? Die war gar nicht von da, oder? Nee. Ha, da kommen wir gar nicht mehr hin jetzt, wo unsere Tachyonenbrühe war. Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Kann ich jetzt vielleicht... Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Ah, siehste. Gut. So, dann gucken wir mal, wo wir da landen. Ich hoffe, Goal kommt mit. Aktuell ist er ja nicht sehr begeistert. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Ach Quatsch, das sieht nur so aus. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Ja. Die Wüste? Was ist aus der Wüste? Wow. Ach, das ist das Wasser. Viele Buntpflanzen. Schön, das haben wir geschafft. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Na guck. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Der Kuckol, also mecker nochmal über den armen Rufus, ja. Der will ja nur und so. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder, ist ja auch früher. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Erstmal Monsieur. Es sieht glücklich aus. Tja, jeden Tag eine gute Tat. Moment. Danke, tausendmal danke. Tausendmal danke. Oh, je nu. Komm, Strohl.
Und dann brauchst du doch immer für dich hinläufst, ne? Dann fliegst du noch auf der Schnute. So. Portal! Gut, dass man hier aktuell sehr wenig falsch machen kann, ne? Es gibt ja nicht viel, wo man hin könnte. So, da waren wir ja aber schon. Hier ist aber er jetzt weg. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Was anderes können wir hier nämlich auch nicht machen. So, ah, guck mal, da kamen wir. Doch, da kamen wir auch schon ran. Und auch hier gibt's nichts anderes. Ich kann ja mal gucken. Nichts Neues zu erkennen. Nee. Dass man jetzt aber nichts mehr machen kann, so. Guck mal, sie lächelt zumindest mal. Wo sind wir denn jetzt? Ah, hier sind die anderen. Hier waren wir noch nicht. Hier können wir jetzt gar nichts machen, außer mit Goal reden. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Okay, dann kicken wir mal. Aha, ich sehe Potenzial. Aha, wir können auch mit niemandem sprechen oder so hier, ne? Ist schon sehr einfach gehalten jetzt. Einfach Portale durchsuchen. Du, Rufus? Ja. Ich habe gerade gesprochen. Man unterbricht niemanden. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Also wenn sie schon sowas sagt, befürchte ich, es passiert gleich wieder irgendwas Schlimmes. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Zum Stadtkern. Ach, guck. Komm, Göll. Hey! Ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion! Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen! Ich bitte wohl! Wir wohnen schon ewig hier und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen! Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! Oh. Ja. Uff, da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal, es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, Schwanger. Es ist nicht sicher. Ach Quatsch, hier ist sehr sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Och, man kann hier gar nichts mehr machen. Fuelock Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Bom, bom, bom. Ja, guck mal. Hä? Was zum... Was... Das A-Team! Ja! 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 Was zur Hölle? Wir sind Reifen! Wir feilen am Rohr! Wir muffen! Und wir gucken in den Spind und sehen, ja! Und hier Werkzeug! Mensch!
Das kann ja nur. Also bitte. Und wir tapen auch noch. Richtig abgetaped. Und hier, im Loch, da kommt der Muff. Nee, der Muff hat sie. Der Motor kommt. Und, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt werden die Reifen festgemacht. Und hier, das Rohr. Frei zum Abschuss. Ja, also das geht doch wohl. Also, jetzt, ne? Da gucken wir mal rein. Ja, da könnte man noch tapen vielleicht. Und hier, Kühlschrank. Natürlich wird erstmal gesoffen. Plörre. Lecker Plörbräu. So. Mal gucken. Was kann ich wo machen? Chips. Der Rufus, Alter. Ja, Kohl macht auch Pause. So. Nach rechts! Wir müssen nach rechts! Schrei mich nicht an! Ich kann hier unten kaum etwas sehen! Ja, darum sag ich's dir doch! Rechts! Rechts! Stopp! Hier muss es sein! Dann sieh zu! Die zerlegen uns sonst noch! Nicht hetzen! Ich mach potenzielle Zeit. Ja. So, wo haben wir es? Aha, ich sehe Potenzial. Oh. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Uff? Was heißt denn hier? Uff? Nicht meine Schuld. Die zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Oh. Was ist? Kommt hoch. Das geht nicht. Mein Bein ist eingeklemmt. Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein. Entweder es gehen alle oder keiner. Genau. Das wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wäret. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Also, das verbiete ich mir. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Ja, das ist, das ist ein guter Plan gewesen. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Stage-Diving. Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Wie machen wir das? Aber Vorsicht! Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind. Mhm. Oder anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. So, also wir können nochmal mit Gohl. Komm! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erkläre ich dir später. So, und sag, wir können hier zu Fragezeichen. Warum eigentlich zu Fragezeichen? Wir wissen doch, wo es lang geht. Okay. Wir starten okay, da gerade durch. Jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, ich schon. Und jetzt volle Kraft voraus. Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Naja, ob die so abgelenkt sind, finden wir es raus. Was zum... Fuflex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art... Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch. Aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Das machst du nicht. Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er!
hast du uns unser Umux zurückgebracht. Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha, also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja, das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein! Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Was? Moxo Poxo? Alles nur das nicht. Genau. Poxo Moxo, ja, aber nicht Moxo Poxo, Kollege. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Nehmen wir mal das Verstärkungsglied raus. Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Genau. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was weißt ich tue. Du eigentlich, was du tust? Natürlich nicht. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Oh ja, ich glaube, das tut sie. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann. Chaka. Chaka. Oh, warte mal. Ich wollte jetzt im Nilboot. Verdammte Kiste! Aha. Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Aha. Ein Drosselglied. Das können wir doch bestimmt da in den Steckplatz einsetzen. Ich wäre ja ein Zufall, wenn das nicht ginge. So. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Ich weiß nicht mal, was der gewünschte Effekt ist, aber wir finden es, glaube ich, gleich heraus. Im Inventar haben wir sonst nichts. Goal. Ich muss vorsichtig sein. Ein Fehler und die Utopianer verarbeiten sie zu Moxo Poxo. Goal könnte doch nochmal ihre Floppy Poppies rausholen. Vielleicht freuen sich die, wie heißen die, Utopianer ja darüber. Wenn die ihre Quarkbällchen mal kreiseln lässt. Nicht wahr? Ein guter Goal. Naja, gut. Sie wird es wohl nicht machen. Sie, ab und zu steht sie ein bisschen in Flammen, oder was? Nee, das ist die Flamme, die von hier hochgeht und das sieht aus, als ob das irgendwie, naja. Ja. Ja. Naja, jedenfalls würde ich sagen, wir drehen dann mal diese formschöne Kurbel. Und zwar machen wir das genau in der nächsten Folge von Deponia Doomsday. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.